So, dann kommt man jetzt also zum Lebensraum unserer Wildkatze, und der ist im Prinzip erstmal ganz vorrangig der Wald. Da stellt sie jetzt allerdings durchaus noch spezielle Ansprüche an eben die Form vom Wald. Anders als der Luchs, das haben wir beim Luchs ja schon besprochen gehabt, ist die Wildkatze nicht besonders resistent gegenüber Touristenbesuche. Also der Luchs kann halt eben wenige Meter vom Weg, wo die Touristen unterwegs sind, sich entsprechend verstecken und da in Ruhe zum Beispiel essen, schlafen, sogar Jungen aufziehen. Alles kein Problem, solange er genug Möglichkeiten hat, sich zu verstecken. So, mit den Möglichkeiten, sich zu verstecken, haben wir hier eine deutliche Parallele zwischen Wildkatze und Luchs, die ja halt eben auch nah verwandt sind. Da gibt es mehr als nur eine deutliche Parallele, auf die wir noch zu sprechen kommen. Deswegen habe ich die auch beide zusammen eben in diese Videoreihe gepackt. Das ist kein Zufall, dass das beides Katzenartige sind. Denn die Möglichkeiten zum Verstecken braucht die Wildkatze definitiv auch. Also, Wald, abgelegen, mit vielen Versteckmöglichkeiten. Und jetzt kommt noch dazu, dass es bisher, also auch wieder bis ins Jahre 2000, das ist immer so ein bisschen für mich ein gewisses Stichdatum, weil so weit ist meine, wie ihr hier sehen könnt, Ausstattung mit Buchmaterial und entsprechend Literatur ganz hervorragend. Und bis zu diesem Zeitpunkt kann ich alles nachlesen. Wenn es um Erkenntnisse neueren Datums geht, da bin ich dann tatsächlich auch ein wenig auf das Internet, was heißt angewiesen. Da macht es Sinn, auf das Internet zurückzugreifen. Und da muss ich dann auch mal teilweise in die Bibliotheken, wenn ich da noch nähere, detailliertere Schriften zu bestimmten Themen haben möchte. Und ich muss gestehen, das war mir jetzt hier ein wenig zu viel Arbeit. Deshalb habe ich jetzt versucht, eben mich auf Internetquellen plus eben das gesicherte Wissen bis zum Jahr 2000 zu beschränken. Vielleicht ist es auch nochmal wichtig, dass man mal sagt, wo man eigentlich die Informationen für dieses Video dann hergenommen hat. Ja, und man eben, wie gesagt, bis ins Jahr 2000 ist man davon ausgegangen, dass es halt die Wildkatze extrem stört, wenn sie gestört wird. Durch die Ernährungsweise unserer Wildkatze von vorwiegend weiteren Sinne mäuseartigen Nagetiere, ist es allerdings wichtig, dass die auch Waldränder in ihrem Revier auffinden. Waldränder, speziell genau der Waldrand, diese besondere Vegetationsstruktur, die am Waldrand, wenn es ein intakter Waldrand ist, entsprechend eintreten kann. Das ist ein besonders gutes Habitat für Mäuslein. Auch Wiesen generell, die beherbergen immer ein großes Spektrum an verschiedenen Nagetier-mausartigen Tieren. Und da gibt es auch jede Menge zu holen. Man hatte auch, um das mal vorwegzunehmen, vom Thema Ernährung feststellen können, dass zum Beispiel die Mollmaus, die überwiegend dann auf Freiflächen, Wiesen im weitesten Sinne unterwegs ist und ein relativ großes Nagetier darstellt, ist eine Wühlmaus, lebt schon ein kleines bisschen maulwurfartig, legt auch solche Hügelchen an, nicht so große wie der Maulwurf, aber die gibt es auch bei der Mollmaus. Ist ein Schädling, also wird im Garten und im Felde, wo irgendwelche Nutzpflanzen angebaut werden sollen, gar nicht gern gesehen, auch nicht im Wald. Da kann sie auch entsprechend gerne mal Baumwurzeln entsprechend abnagen und da durchaus auch wirtschaftlich gravierende Schäden anrichten. Was ja übrigens dann wieder dafür spräche, dass man sich mehr Wildkatze zulegen muss, weil die ja überwiegend unter anderem mengenmäßig gerne viel Mollmaus verzehrt. Ja, und diese Mollmaus, die kommt eben überwiegend auf der Wiese vor, weshalb unsere Wildkatze gerne auf die Wiese rausgeht. Das tut es auch deswegen, weil da halt eben die Deckung für ihre Beutetiere, also die ganzen Mausviecher, deutlich weniger vorhanden ist. Aber der Aufenthalt auf der Wiese erfolgt, sagen wir mal, unter Vorbehalt. Also man kann, wenn man so ein bisschen vermenschlichen möchte und sich ein bisschen überlegen möchte, wie denkt denn unsere Katze, schon ein wenig feststellen, dass sie sich da nicht besonders wohlzufühlen scheint. Man hat nämlich aus telemetrischen Untersuchungen, also Telemetrie ist die Geschichte, wo man dem Tier ein Sendehalsband umhängt und dann quasi heutzutage mit GPS, früher noch mit etwas, sagen wir mal, simpleren Methoden,
gucken konnte, wo treibt sich das Tier denn jetzt eigentlich rum? Von wo sendet es denn gerade? Also das ist heutzutage, wie gesagt, deutlich einfacher geworden. Das sind aber noch alte Daten, auf die ich mich jetzt beziehe. Und man hat halt eben festgestellt, dass die Kätzinnen, also die Katzen, selten weiter als 100 Meter auf die Wiese rauslaufen. Die bleiben schon gerne im Schutz eben des entsprechenden Waldes, wo sie sich dann verstecken können. Was übrigens deswegen auch noch wichtig ist, das muss ich auch noch mal kurz vorweggreifen, die Wildkatzen hat im Gegensatz zum Luchs natürliche Feinde. Der Luchs hat keinen. Der steht an der Spitze der Nahrungskette. Wenn der ausgewachsen ist, dann tut ihm keiner was. Bei der Wildkatze kann das schon noch vorkommen. Das werden wir aber nachher noch vertiefen. Dementsprechend auch noch mal vielleicht ein Grund, weshalb sie eben auf einen deckungsreichen Lebensraum mit trotzdem Freiflächen und relativ wenig Störung angewiesen ist. Denn noch mal zum Störungsteil. Da muss man ja auch eben wiederum diesen Aspekt mit den es gibt natürliche Feinde mit aufnehmen. Wenn du jemand bist, der es nicht gewöhnt ist, der eigentlich von seiner Art, von seinem Verhalten her gar nicht dran denkt, dass irgendjemand ihn fressen möchte, und dann begegnet dir ein Mensch, ja, gut, so ganz geheuer ist dir der Mensch vielleicht nicht, aber du gehst automatisch erstmal nicht davon aus, dass er dich möglicherweise fressen möchte. Und bei der Wildkatze ist das halt eben schon der Fall. Die ist es gewöhnt, dass in ihrem Lebensablauf, in ihrem Tagesablauf ein Feindvermeidungsverhalten eben stattfindet, was bei Wolf oder Luchs nicht so in diesem Maße eingeplant ist. So, jetzt hat man in den letzten Untersuchungen, die ich in meiner hier rumstehenden Literatur noch habe finden können, festgestellt, dass besonders Windwurfflächen aufgrund von viel rumliegendem Holz und wirklich einer unordentlichen Waldstruktur, die viele Versteckmöglichkeiten für die Wildkatze bietet, dass das so quasi scheinbar die besten und die am meisten von der Wildkatze bevorzugten Habitate darstellen. Des Weiteren mag sie ganz gerne durchaus auch mal lichte Waldgebiete, wo die geschlossene Kronendecke auch mal unterbrochen ist und mal mehr Licht auf den Boden kommt. Das hängt auch wieder mit der Verfügbarkeit von den Beutetieren zusammen, weil dann wachsen halt eben mehr bodennahe Pflanzen auf dem Waldboden, wo auch sonst. Wenn es bodennahe Pflanzen sind, oh, intelligent. Jedenfalls sind die dann besser zu erreichen für Mäuseartige. Und wenn die Mäuseartigen mehr zu fressen kriegen, dann freut sich die Wildkatze und kann entsprechend mehr Mäuseartige futtern. Also, das ist eigentlich die ideale Kombination, eine Stubenwurffläche. Super viel Deckung, aber auch viel Fressmaterial für eben die Mäuslein. Demzufolge viel Mäuslein und strukturreich ist dieser Wald auf jeden Fall. Und im Regelfall, insbesondere wenn es sogar eine liegen gebliebene Kahlschlag-Windwurffläche ist, dann sind da auch nicht viele Leute drin unterwegs, weil A kommt man eh nicht vorwärts und B wäre es außerdem noch ziemlich gefährlich, sich da entsprechend drin rumzutreiben. Der Wildkatze hingegen macht das aber nichts aus. Interessant, weil das wird auch noch mal sehr spannend im letzten Teil der Reihe, ist jetzt die Tatsache, dass man auch schon relativ vor längerer Zeit, ich glaube es in den 80ern oder in den 70er Jahren sogar, bereits Wildkatzenreviere nachgewiesen hat, die aus mehreren Waldstückchen bestehen. Also es ist gar nicht unbedingt notwendig, was ja, und das ist halt spannend, gerade eben in der deutschen Landschaft, wo wir ja doch eine gewisse, na, sagen wir mal, eher kleinräumige Strukturierung zum Teil haben. Feld, Wald, Feld, Wald, Feld, Wald. Wenn man mal mit dem Flugzeug irgendwo losfliegt, sieht man das relativ gut von oben, dass man immer so ein Stück Wald hat und ein Stück Feld. Ein Stück Wald und ein Stück Feld. Also natürlich, zumindest natürlich im ländlichen Raum, selbstverständlich nur. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mitten im Ruhrpott, aber ja, um Stuttgart rum. Wenn man da startet, kann man das zum Beispiel ganz hervorragend beobachten. Und jetzt ist es wirklich interessant. Im Grunde kommt die Wildkatze damit scheinbar ganz gut zurecht, sofern in den Waldstücken eben die wildkatzenspezifischen Gegebenheiten mit der viel Deckung, mit dem viel Totholz, mit dem viel Versteckmöglichkeiten gegeben sind. Aber, und das ist ganz wichtiger Hinweis eben auf, wie gesagt, den letzten Teil, sie braucht irgendwelche Korridore zwischen den einzelnen Waldstücken. Die müssen also zumindest mit etwas Deckung miteinander verbunden sein, dass sie also nicht längere Strecken, weil das tut sie nicht, über Offenland zurücklegen muss. Das macht sie einfach nicht. Also das kann man sehr, sehr gut eben auch durch diese Telemetrieuntersuchungen feststellen, dass
Bestenfalls der Kater, der etwas mutigere von den beiden Geschlechtern, das ist bei Katzen nicht anders wie bei uns, der etwas, naja, auch waghalsige, sollte man vielleicht eher sagen, ist. Und der geht dann halt gerne mal weiter raus, entsprechend aufs Feld und legt da auch größere Entfernungen zurück. Hat auch die größeren Reviere, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Wenn aber solche Hecken jetzt da sind, solche in irgendeiner Form deckungsreichen Korridore zwischen den einzelnen Waldstücken, dann funktioniert das ganz gut. Dann umfasst ein Wildkatzenrevier eben so viele Waldstücke, dass es auch wieder vom normalen Revier ungefähr hinkommen würde. Man könnte also auch sagen, im Grunde ist rein von den Habitatsansprüchen her eine Integrierung der Wildkatze in die Kulturlandschaft durchaus möglich. Es bleibt halt das Problem, dass sie nicht gestört werden sollte allzu viel und dass sie dann halt in den einzelnen Waldstücken, die es gibt, die ja oft auch noch immer auf Fichtenmonokulturen sind zum Beispiel, das sollte dann halt auch nicht sein, sondern sollte schon irgendwas, ja, Laubmischwaldartiges eben darstellen. Also so ein strukturreicher Laubmischwald, das wäre sicherlich als guter Kompromiss zu bezeichnen. Also man kann ja nicht überall Sturmwürfe hinschmeißen, damit sich die Wildkatze wohlfühlt. Ein strukturreicher Laubmischwald mit viel Unterholz, das hingegen könnte durchaus ja eben auch forstlich interessant sein. Und da kann man dann, sagen wir mal, da kommen wir eher zusammen, die Wildkatze und die liebe Forstwirtschaft. Waren das ja bisher eher so die Ansprüche an die Kulturlandschaft als Lebensraum, die wir angesprochen haben. Es gibt durchaus auch noch natürliche Faktoren, die jetzt mal völlig unabhängig von uns, die wir den Wald roden oder den Wald zu aufgeräumt lassen oder die Wildkatze stören, auch noch eine wichtige Rolle spielen. Das ist im Wesentlichen Schnee. Sie ist nämlich eben keine Schneekatze wie der Luchs, der mit Schnee gut zurechtkommt, sondern den mag sie gar nicht, was auch wieder an der Art ihrer Beute liegt. Was macht eine Wühlmaus speziell, die sie ja durchaus primär futtert, wenn der Schnee liegt? Sie bleibt unter der Schneedecke. Sie legt sich unter der Schneedecke Laufgänge an und knabbert dann halt eben an den Pflänzchen, die auch logischerweise sich unter dem Schnee befinden und kommt eigentlich ganz gut zurecht mit dem Winter. Unter der Schneeschicht ist auch nicht so kalt. Den Mäuslein geht es da also eigentlich in der Regel ganz gut. Ja, damit sind die Mäuslein aber mehr oder weniger auch aus der Reichweite unserer Katze. Der Fuchs ist erstaunlich gut darin, sich unter solchen Bedingungen auch noch Mäuse unterm Schnee zu orten, zu hören, zu riechen und dann an der entsprechenden Stelle quasi in den Schnee einzubrechen und sich das entsprechende Mäuslein zu holen. Die Wildkatze, da hat man das noch nicht so beobachtet. Die ist bei Schnee mehr oder weniger erstmal ein wenig, ja, hilflos. Sie scheint Schnee auch nicht besonders zu mögen und man hat auch nur ganz, 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 ganz selten Tendenzen von Wildkatzen entdeckt, bei denen man sagen könnte, oh, jetzt schwimmt die ja mal oder hat eine gewisse Affinität zu Wasser. Allerdings, dadurch, dass Wildkatzen so scheu sind, muss man immer mit solchen Behauptungen vorsichtig sein. Es gibt einfach extrem wenig langfristige und wirklich gut dokumentierte Beobachtungen von der Wildkatze, um jetzt exakt ihr Verhalten beurteilen zu können. Auch heute noch ist das immer noch vergleichsweise wenig und manches bleibt auch noch ein bisschen spekulativ. Aber offensichtlich, so wirklich auf Wasser stehen scheint sie, tut sie nicht. Ähnlich wie die Hauskatze, die mag also in 99% der Fälle ja auch überhaupt kein Wasser. Und bei Schnee kann man also definitiv sagen, mag sie nicht. Das heißt, das Verbreitungsgebiet der Wildkatze wird quasi damit eingeschränkt, dass Gegenden, in denen regelmäßiger Schneefall und höhere Schneemengen und vor allen Dingen längere Zeiträume, die der Schnee dann liegen bleibt, solche Gebiete werden gemieden. Das heißt, da hat man jetzt nämlich mal im Harz entsprechende Untersuchungen angestellt und ein Zoologe hat sich da ausgedacht, dass es wahrscheinlich so sein wird, auch aufgrund des Vorkommens der entsprechenden Wühlmausdichte bzw. mäuseartige Beutetierdichte halt einfach, dass so zwischen 200 und 400 Metern jetzt auf Höhe vom Harz, speziell eben im Harzgebiet, was auch eine der Kernpopulationen der Wildkatze definitiv ist, das sei das Optimum.
Da herrschen also die optimalsten Bedingungen, weil sie ist raus aus den Tallagen, wo die ganze Landwirtschaft stattfindet, so ein bisschen im Hangwald, ist das doch erheblich weniger. Auch die Forstwirtschaft wird da etwas uriger. Es gibt generell einfach auch das Risiko von Windwürfen nimmt ein wenig zu. Da kann man eher also nochmal eine Stelle finden, wo entsprechend mehr Holz rumliegt. Und das wäre so ein bisschen mehr oder weniger als das Optimum zu bezeichnen, weil eben die Schneesituation auch noch nicht so schlimm ist. Zwischen 400 und 600 Meter, also die Montanestufe, das Suboptimum, also heißt, da kann die Katze schon noch vorkommen, wenn sie da ansonsten geeignete Lebensräume findet, wäre jetzt die Höhe eben quasi noch zu verkraften. Und dann muss man sagen, ab 600 bis 800 und definitiv über 800 Metern, da wird es dann schon schwierig. Also zwischen 600 und 800, wie gesagt, unter Notsituationen, weil da jetzt gerade ein Spezi oder eben, da gibt es kleinräumig jetzt nochmal eine super tolle Stelle, wo irgendwie, keine Ahnung, nationalparkartige Strukturen, was ja durchaus nicht auszuschließen ist, weil wir reden ja gerade von Harz inklusive Nationalpark, eben dazu führen, dass es da nochmal gute Ecken gibt für die Wildkatze, dann wäre sie da vielleicht nochmal anzutreffen, aber oberhalb von 800 Metern kann man sie quasi ausschließen. Da wird es ihr dann für einen längeren Aufenthalt, man kann sie mal durchziehen, das geht auch noch, aber für einen längeren Aufenthalt wird es ihr dann definitiv dazu kalt werden. Wir werden da also auch keine Reviere der Wildkatze vermuten können. Das ist jetzt auch deswegen interessant, weil ich beziehe mich hier auch oft ein bisschen auf den Schwarzwald und hätte natürlich gerne Wildkatzenvorkommen im Schwarzwald. Und da kann man das mehr oder weniger, die Verhältnisse vom Harz auch ziemlich gut auf den Schwarzwald übertragen. Und oberhalb von 800 Metern, also da, wo die ganzen Naturschutzgebiete sind, wo im Prinzip rückzugsraumreiche Lebensräume vorhanden wären, da ist es ihr zu hoch und da ist ihr die Schneelage zu extrem. Und deswegen muss man da eben leider damit rechnen, dass größere Wildkatzenvorkommen auf den Hochlagen des Schwarzwaldes schwierig sind, vorsichtig ausgedrückt. So, und jetzt labere ich schon ziemlich lange an diesem Thema rum, aber das ist ja auch eben nun mal wichtig. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, wo schläft denn die Wildkatze? Und man kann man gleich dazu sagen, da wo sie schläft, zieht sie auch ihre Jungen groß, da bekommt sie die Jungen und säugt die Jungen und lässt sie da entsprechend eben liegen, bis sie groß genug sind, um ihr hin und her hinterher zu laufen. Und das wären idealerweise Baumhöhlen. Das habe ich ja auch schon in den einführenden Worten, wo wir uns mal den Wald angeguckt haben, erwähnt. Nicht so idealerweise, und das können wir jetzt abkürzen, Erdhöhlen. Aber jetzt die Lebensweise. Dazu muss man jetzt sagen, dass die Wildkatze sich sehr stark an die Aktivitätsphase ihrer Beutetiere anpasst. Weil wenn die in ihrem Bau bleiben und die ganze Zeit pennen, dann kann sie sie nicht fangen. Die holt sie nicht aus dem Bau raus, sondern wartet, bis sie eben von alleine rauskommen, um sie sich zu schnappen. Und das bedeutet im Regelfall, dass die Wildkatze dadurch überwiegend abend- und nachtaktiv bei uns eben ist, weil auch die Mäuslein überwiegend eher abend- und nachtaktiv sind, weil das eben deren Feindvermeidungsstrategie darstellt. Sie sind nicht so leicht zu fangen, wenn es dunkel ist, wie wenn es entsprechend hell ist. Wer fängt denn Mäuschen besonders gerne, wenn es hell ist? Ja, sämtliche Greifvögel, also Raubvögel, die sich auf Mäusefang spezialisiert haben, und das sind mehr oder weniger alle, die sich da auch mal gegen ein Mäuschen, die halt auch gegen ein Mäuslein mal nichts einzuwenden haben. Und nachts gibt es aber noch die Eulen. Ist also auch wieder blöd. Deswegen kann die Aktivitätsphase von Mäusen auch durchaus wiederum Richtung Tag ein wenig schwanken. Und es ist saumäßig schwierig und kleinräumig durchaus auch unterschiedlich, wann die eben unterwegs sind. Und damit möchte ich sagen, im Regelfall ist auch die Wildkatze ein Nachttier, die nachts unterwegs ist, weil sie ja auch, genau wie der Luchs, diese speziellen Nachtsichtaugen besitzt. Genau wie der Luchs auch sehr stark aufs Gehör geht, was nachts sogar vielleicht besser funktioniert als eben tagsüber, was generell sehr, sehr ruhig im Wald ist. Und wenn dann mal was knackt, sind die Chancen, dass man dieses Knacken dann vernimmt. Und wenn man dann sehr gute Ohren hat, kann man es auch eben einer Maus zuordnen, halt erheblich höher als tagsüber. Das weiß jeder, der mal nachts im Wald unterwegs war und gefühlt 7000 Knacker pro Minute gehört hat. Und davon waren mindestens die Hälfte nur eingebildet. Also so bei den ersten Nächten im Wald. Ich erinnere mich da auch noch ganz gut dran. Inzwischen ist das nicht mehr so dramatisch. Weshalb man vielleicht auch vermuten kann, dass die Wildkatze ein natürlicher Nachtjäger ist, also sprich auch dann nachts jagen würde, wenn sie völlig ungestört vom Menschen auch tagsüber
störungsfrei im Wald unterwegs sein könnte, kann man vermuten, weil sie dann halt eben vor ihren eigenen Feinden auch wieder etwas sicherer ist, weil besser getarnt im Dunkeln. Der Wolf, der wahrscheinlich so der Hauptfeind der Wildkatze darstellt, das ist so ein bisschen wie Katze und Hund eben im urbanen Lebensraum, der ist nämlich nicht zwingend, wirklich gar nicht zwingend nachtaktiv, sondern passt sich nur seinen Beutetieren eben entsprechend an. Wenn die tags unterwegs sind, dann ist der Wolf tags unterwegs. Wenn die es nicht sind, dann ist er halt nachts unterwegs. Der Wolf ist aber nicht so gut angepasst an das nächtliche Jagen wie halt eben die Wildkatze. Und deswegen könnte man dann sagen, gut, dann hat sie einen Vorteil, wenn sie nachts jagt, weil der Wolf einen Nachteil hat. Also vergleichsweise. Der sieht auch noch gut, wenn es dunkel ist, aber nicht so gut wie unsere Wildkatze. Übrigens, ein Unterschied zwischen Luchs und Wildkatze ist in diesem Zusammenhang, dass der Luchs eine ja, Pupille hat wie wir, also eine runde. Diese Katzenaugen, diese schlitzartigen, die hat jetzt wieder die Wildkatze. Also unsere Hauskatze und unsere Wildkatze, ein Luchs hat eben runde Pupillen, wie man sie kennt, in Anführungszeichen. Das nur so am Rande angemerkt. Aber beide haben vergleichbare, stark reflektierende Netzhäute, eben um halt eben das Restlicht möglichst gut ausnutzen zu können. So, dann müssen wir mal so ein bisschen die Streifgebietsgröße ansprechen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Also Streifgebiet ist gleich Revier. Das nennt man bei Katzen gerne halt auch mal Streifgebiet. Da hat diverse Untersuchungen hier in meiner Literatur, die schon durchaus älter sind, also sprich mit älteren Telemetriemethoden durchgeführt, was dazu führt, dass man es bei vergleichsweise wenig Tieren nur hat machen können. Heißt, statistisch ist das Ganze nicht besonders abgesichert und die Werte schwanken auch sehr stark. Wenn ich also jetzt am Schluss sage, 500 Hektar, dann ist das ein mit großer Vorsicht zu genießender Wert, weil wir haben hier zum Beispiel im Hainich 1978, das war schon ein Weilchen her, eine Untersuchung gehabt, bei denen hat man bei Katzen durchschnittlich etwa 500 Hektar und bei Kuh dann etwa 1000 Hektar festgestellt. Es gibt aber interessanterweise geradeaus gerechnet in Schottland auch entsprechende Untersuchungen. Da sollte man meinen, da sind die Viecher wunderbar ungestört und haben frei jede Menge Platz, wo sie sich ausbreiten könnten, tun es aber interessanterweise dann dort genau eben nicht. Da haben sie nämlich bloß 81 bis 172 Hektar bei Katzen ermittelt und lustigerweise 9 bis 69 Hektar bei Kudern. Also da muss es einen Kuder gegeben haben, der wohl im Katzen-Eldorado gelebt hat, der nur 9 Hektar Streifgebiet hatte, weil es da wohl so viele Mäuse gegeben haben muss. Anders kann ich mir das entsprechend nicht erklären. Es gibt übrigens auch saisonale Schwankungen. Es wird mehr rumgewandert, wenn die Mäusedichte gerade bzw. die Jagderfolge nicht so einfach sind, also sprich im Winter. Es wird weniger rumgewandert, wenn gerade die Ranz ansteht, weil da hat man ja anderes zu tun. Dann gibt es noch Werte aus Nordfrankreich. Da kommt man bei Weibchen zwischen 242 Hektar und ca. 1200 Hektar hin. Auch wieder da entsprechend bei den Kudern noch mal ein bisschen höhere Werte. Der Unterschied zwischen Kuder und Kätzinn kann sogar sehr, sehr, sehr extrem ausfallen. Ich gehe jetzt aber mal schnell, bevor wir jetzt noch diverse andere Beispiele durchkauen, die so ungefähr in diesen Größenordnungen liegen, zum Maximum. Und das Maximum, das man jemals bis ins Jahr 2002 sicher nachgewiesen hat, liegt bei 4.816 Hektar bei Kudern und 3.884 Hektar bei Kätzinnen oder halt eben Katzen, je nachdem. Aber das sind dann wohl wirklich Extremfälle, wo die Populationsdichte der Mäuse offensichtlich relativ niedrig gewesen ist, dass es dann zu solchen großen Streifgebieten gekommen ist. Wichtig ist jetzt nochmal der Vergleich zum Luchs. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier das Maximalding haben, die 4.816 Hektar. Beim Luchs haben wir
Bei einer hohen Wilddichte, also einem vergleichsweise kleinen Streifgebiet, haben wir gesagt, grob 100 Quadratkilometer. So, und 4816 Hektar sind 48 Quadratkilometer. Das hält sich also schon relativ in Grenzen. Also heißt, die krasseste Wildkatze von der Reviergröße her braucht halb so viel Platz wie ein, naja, bescheidener, ja, wie ein Luchs, sagen wir es einfach mal, grob, der durchschnittliche Luchs. Aber ein Durchschnitt, gerade wenn wir eben die Reviergrößen aus dem Hainich uns angucken, der ja jetzt am ehesten repräsentativ für deutsche Reviere sein kann, kommen wir dann halt eben auf 81 bis 172 Hektar bei Katzen und ja, maximal 500 bis 1000 beim Kuder. Ne? Also sprich, so fünf Wildkatzen passen in ein Luchsrevier. Grob. So, so viel dazu. Eine kleine Ergänzung zum Lebensraum bzw. zur Streifgebietsdynamik. Genau wie der Luchs halten sich Wildkatzen, na, der Luchs weniger, der Luchs weniger intensiv. Wildkatzen halten sich ganz intensiv immer nur in Teilen ihres Revieres auf, ihres Streifgebiets. Also sie sind eine Nacht in der Ecke, in der nächsten Nacht sind sie in der Ecke und in der nächsten Nacht sind sie wieder ganz woanders. Vermutlich hat das die Natur sogar so eingerichtet, damit eben die Beutetiere der Wildkatze sich nicht an die Wildkatze gewöhnen und nie so genau wissen, ist sie jetzt nun da, hockt sie jetzt vorm Loch oder hockt sie nicht vorm Loch? Ha, ich habe Hunger, ich gehe mal raus, sie wird schon gerade nicht da sein und in dem Moment ist sie es dann halt eben doch. Deswegen kann man auch kein besonderes Muster feststellen. Also es ist nicht so, dass sie hier, hier, hier und dann wieder hier, hier, hier in ihrem Revier auftritt, sondern total kreuz und quer nach dem Zufallsprinzip. Man kann also nie wissen, ist sie da oder ist sie nicht da. Das heißt, wenn man sich darauf einstellen möchte, dass sie da ist, dann verschwendet man quasi Zeit und hockt in seiner Höhle und kann nichts fressen und hat umsonst Angst, weil wahrscheinlich ist sie doch nicht da. Aber manchmal halt eben doch. Schwierig. Man hat's Maus nicht leicht, wenn sie mit einer Wildkatze ja, konkurrieren muss. Wir kommen zur Fortpflanzung. Diesmal fassen wir uns nicht so kurz. Und zwar der Höhepunkt der Fortpflanzung, der Rollzeit, liegt im Februar, März. Oh, jetzt mache ich schon blöde Fortpflanzungswitze. Ich bitte um Entschuldigung. Das kann allerdings stark variieren, weil wir ja gerade eben durch die, naja, sagen wir mal, durch die etwas eigenartig dahingleitenden Jahreszeiten, die wir in den letzten Jahren hatten, da nicht mehr so ganz feste Zeitpunkte ausmachen können. Das kann man bei fast allen Wildtieren betrachten, dass die gefühlt zwar noch in den entsprechenden Monaten ihre Paarungszeit haben, dass das aber auch variieren kann, wenn es eben eine lange Zeit lang kalt gewesen ist, eine lange Zeit lang überhaupt nicht kalt gewesen ist, dann sind sie früher dran und so weiter und so fort. Also da gibt es schon inzwischen Abweichungen. Gerade auch bei unseren Katzenviechern erstreckt sich auch damals, als hier diese Untersuchungen gemacht wurden, die Ranzzeit oft auch bis in den Sommer rein. Das kann also schon auch über einen längeren Zeitraum eben auch stattfinden. Ist eine gute Gelegenheit, um mal ein bisschen auf Wildkatzen aufmerksam zu machen, nämlich der Kuder, der brüllt ähnlich rum wie ein nicht kastrierter Hauskater, allerdings tiefer, also so ein deutlich tieferer Laut, mit dem er halt nachts eben entsprechend singt und wirklich einen Mordslärm veranstalten kann. Wenn man da mal Glück hat, kann man da drauf ja eben entsprechend mal achten, ob man das nicht hört. Gerade dadurch, dass das ein tieferer Ton ist, wird er tendenziell ein bisschen weiter getragen und ist eigentlich ganz gut zu hören, habe ich mir sagen lassen. Wer das mal hören möchte, da möchte ich ähnlich wie beim Lux auf bitte eigene Google-Recherchen verweisen, weil das ist ziemlich umständlich für mich, wenn ich hier jetzt irgendwie was reinbauen möchte und so weiter und so fort. Das möchte ich gern vermeiden. Oh. Die Tragzeit beträgt übrigens 68 Tage, ist also gar nicht mal so kurz in Anbetracht dessen, dass es ja doch ein eher kleines Tier ist, das auch sehr kleine, leichte, sehr niedliche Jungtiere entsprechend hat.
Und die werden so dann in der Regel zwischen März und Mai eben geboren. Aber auch das kann halt sehr stark schwanken, je nachdem, wann halt eben die Paarung und Befruchtung stattgefunden hat. Zum Paarungsverhalten von Wildkatzen weiß man jetzt eben auch wieder nur sehr, sehr wenig, weil, wie schon eingangs erwähnt, Beobachtungen über längere Zeiträume von den Viechern haben nur sehr wenig stattgefunden. Und deswegen tappen wir da ein bisschen im Dunkeln. Wie das jetzt genau abläuft, das weiß man beim Luchs besser.